Als die 95. US-Infanteriedivision am 12. und 13. April 1945 den letzten militärischen Widerstand brach und Dortmund besetzte, lebten nur noch etwa 40 Jüdinnen und Juden in der Stadt. Sie hatten die letzten Wochen und Monate seit den Deportationen im Herbst 1944 in Verstecken verbracht, waren im Chaos der von Bomben weithin zerstörten Stadt abgetaucht, waren Aufforderungen, sich zum Arbeitseinsatz zu melden, nicht nachgekommen. Allein ohne Wohnung, ohne Mittel, lebten sie traumatisiert von 12 Jahren Verfolgung in der Ungewissheit über das Schicksal ihrer Familien und Freunde. In der Stadt wies kaum noch etwas darauf hin, dass 13 Jahre zuvor eine blühende jüdische Gemeinde existiert hatte. Die große Synagoge am Hiltrop-Wall, im Jahr 1900 geweiht und bis zu ihrer Zerstörung 1938 das religiöse und kulturelle Zentrum der liberalen Gemeinde, war Sinnbild der Integration der jüdischen Bürgerinnen und Bürger. Als sich 1938 die Dortmunder NSDAP-Kreisleitung für die Verlegung ihres Sitzes in ein Gebäude gegenüber der Synagoge entschied, setzte die Propaganda zum Abbruch des Gotteshauses ein, das in der Nazi-Presse nur mehr als Schandfleck der Innenstadt bezeichnet wurde. Stadt und NSDAP zwangen den Vorstand der jüdischen Gemeinde zum Verkauf des Grundstückes an die Stadt. Unter dem Vorwand, die Synagoge stehe den Plänen zur Straßenführung im Weg, begann am 22. September 1938 der Abbruch, 6 Wochen bevor überall im Deutschen Reich die Synagogen brannten. Wo einst im Herzen der Stadt die Synagoge gestanden hatte, lag in den folgenden Jahren eine Brache. Nach dem Krieg ließ die Stadtverwaltung auf der Fläche eine öffentliche Toilette errichten. Der Antisemitismus verschwand natürlich nicht mit der deutschen Niederlage 1945. Dies mussten auch die wenigen Überlebenden immer wieder erfahren. Die Bilanz der 13 Jahre nationalsozialistischer Herrschaft und antijüdischer Verfolgung war mörderisch. Von den einst rund 4.500 Mitgliedern der Dortmunder jüdischen Gemeinde waren 2.200 ins Ausland geflohen und hatten sich so retten können. 2.050 jüdische Männer, Frauen und Kinder wurden ermordet. Kaum eines der Opfer des Holocaust fand eine würdige Grabstätte. Ihre leiblichen Überreste und ihre Asche waren irgendwo in Mittel- und Osteuropas verstreut. So hatten die wenigen Überlebenden nicht nur den Verlust zahlreicher Angehöriger, Freunde und Bekannter zu beklagen, sie waren darüber hinaus eines Ortes beraubt worden, wo sie um die Ermordeten trauern konnten. Einige der Überlebenden ließen deshalb auf dem jüdischen Friedhof am Rennweg dennoch Grabstätten für ihre Familien als Ort der Trauer und des Gedenkens anlegen. So weist dort eine Reihe von Grabsteinen auf die Orte und Lager hin, in die die Dortmunderinnen und Dortmunder verschleppt worden waren. Ihr tatsächlicher Sterbeort ist vielfach bis heute unbekannt. Ins Ghetto von Riga wurden Ende Januar 1942 498 Dortmunder, Jüdinnen und Juden verschleppt. Nur 23 von ihnen überlebten Verfolgung und Lager. Unter den 790 Personen, die Ende April 1942 nach Zamosch ins besetzte Polen deportiert wurden, waren 178 Dortmunderinnen und Dortmunder. Niemand aus dieser Deportation kehrte zurück. Die Deportation ins sogenannte Altersghetto Theresienstadt fand Ende Juli 1942 statt. Von den 336 dorthin verschleppten Dortmundern erlebten 52 Personen im Mai 1945 die Befreiung. Von der letzten großen Deportation Anfang März 1943 waren 136 jüdische Männer, Frauen und Kinder aus Dortmund betroffen. Der Transport führte nach Auschwitz. 3 Dortmunder kehrten 1945 in ihre Heimatstadt zurück. Für die Dortmunder Opfer des Holocaust legte die Stadt im Jahr 2015, 70 Jahre nach dem Geschehen, ein Gedenkbuch vor, das die Namen, Lebensdaten und Todesorte der Ermordeten auflistet und die Geschichte der antijüdischen Verfolgung in Dortmund während der Zeit des Nationalsozialismus aufzeigt. Der Holocaust bedeutete jedoch nicht das Ende der jüdischen Gemeinde in Dortmund. In den ersten 9 Monaten nach Kriegsende kehrten aus befreiten Konzentrations- und Arbeitslagern etwa 80 Überlebende zurück, sodass mit den in der Stadt verbliebenen im Januar 1946
Insgesamt 114 Jüdinnen und Juden in der Stadt lebten. Schon im Sommer 1945 hatte die Reorganisation der jüdischen Gemeinde ihren Anfang genommen. Die Überlebenden wählten Siegfried Heimberg, Max Rosenbaum, Gustav Steinweg und Sally Machol in den neuen Gemeindevorstand. Siegfried Heimberg erinnert sich an den Neuanfang nach der Befreiung. Man versuchte nun sofort, die zurückgekehrten Menschen zusammenzufassen. Dieses war nur möglich, wenn man sie aufsuchte oder auf der Straße traf. Es gelang mir nach längeren Bemühungen, eine Zusammenkunft in der einzigen Wirtschaft der Stadt zu arrangieren. Es fand sich aber nur ein sehr kleines Häuflein ein, und so beschlossen wir, es ein zweites Mal zu versuchen. Zu diesem Treffen kamen bereits 15 bis 20 Menschen. Bei der nächsten Zusammenkunft Anfang August war die Teilnehmerzahl auf 40 bis 50 gestiegen. Die jüdische Gemeinde konnte wieder gegründet werden. Es galt nun, im grauen Alltag des Jahres 1945 zu starten. Durch Zufall gelang es uns, einen kleinen Raum von ca. 10 Quadratmetern für Bürozwecke in der Thomasstraße zu bekommen. Am 1. Oktober, als die Post erstmalig wieder funktionierte, konnten wir dann einigen Instanzen davon Kenntnis geben, dass in Dortmund wieder eine jüdische Kultusgemeinde existierte. Der erste Gottesdienst der neuen Gemeinde in Dortmund wurde am jüdischen Neujahrfest Rosh Hashanah im September 1945 im Privathaus von Max Israel am Westfalendamm gefeiert. Als Vorbeter und Kantor fungierte in den ersten Jahren nach dem Krieg der Auschwitz-Überlebende Jakob Likiere. Zu Chanukka, dem Fest anlässlich der Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels im Dezember 1946, konnte die jüdische Gemeinde dann in einem stark beschädigten Gebäude am Schwanenwall 27 ein neues Gemeindehaus mit Betsaal einweihen. Dort wurde fortan jeden Schabbat Gottesdienst gehalten. Das jüdische Gemeindeblatt für die britische Zone berichtete anlässlich der Einweihung: Der 21. Dezember ließ die wenigen jüdischen Menschen unserer Stadt die Einweihung des neuen Gemeindehauses und des Betsaales verbunden mit einer Chanukka-Feier erleben. Nach aufopfernder, monatelanger Arbeit gelang es unserer kleinen Gemeinde, welche heute ungefähr 150 Personen umfasst, diesen festlichen Weiheakt zu begehen. Siegfried Heimberg, der erste Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Dortmunds, wies in seiner Ansprache darauf hin, dass von der ehemals so großen und stolzen Gemeinde von über 5000 Seelen nur ein Rest von etwa 150 Personen aus den Lagern oder der Illegalität zurückgekehrt seien, dass trotz aller Verfolgungen die innere Kraft ungebrochen sei, dass diese Kraft das Neue aus dem Nichts errichtet habe. Neben Siegfried Heimberg und Max Rosenthal war es vor allem Else Isaak Walter, die mit großem Engagement und unermüdlich für den Neuaufbau der Gemeinde arbeitete. Die Überlebende der Riga-Deportation widmete sich vor allem der Sozialarbeit und wurde zur guten Seele vieler Hilfesuchender. Eine ihrer dringlichsten Aufgaben war es, für die zahlreichen Kinder zu sorgen, deren Eltern ermordet worden waren. Im September 1946 half sie bei der Betreuung dieser Waisenkinder bis zu deren Weiterfahrt in ein Hamburger Kinderheim. Das Gemeindehaus am Schwanenwall erwies sich bald als zu klein. So sah sich die Gemeinde vor die Notwendigkeit gestellt, eine neue Synagoge mit einem Gemeindehaus zu errichten. In der Prinz-Friedrich-Karl-Straße fand sich ein passendes Gelände. Am 2. September 1956 fand die feierliche Einweihung statt, mit der zugleich die erste Phase der Nachkriegsgeschichte der Dortmunder jüdischen Gemeinde endete. Heute hat die jüdische Gemeinde aufgrund von Zuwanderung wieder rund 3000 Mitglieder. Ihre Einrichtungen stehen unter dauerhaftem Polizeischutz.